Wobei du schläfst, weil du schlecht geschlafen hattest. Es kann sein, dass ich mich hier verklickt habe und deswegen hat er schlecht geschlafen. Du schläfst, du hältst Wache und sie hat gar keine Verletzung mehr. Das finde ich komisch. Weil normalerweise kommt ihr ja schwer verletzt, Bandage benutzen, der normal verletzt, Bandage benutzen. Also schwer, mittel, leicht. Und dann erst weg. Und sie ist jetzt von mittel auf ganz weg. Aber umso besser, geh da hin. Hast ja schon Übung da drin, geh zum Lagerhaus. Und da du jetzt gut schleichen kannst und nicht mehr verletzt bist, könntest du sogar auch versuchen, weiter reinzukommen. Einen Dietrich darfst du mitnehmen. Mal gucken. So, ja, das ist gleich viel flüssigere Bewegung. Sehr gut, geht auch. Aber nur weil du gut im Schleichen bist, heißt das nicht, dass ich auch gut im Lenken von dir bin. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir es hinbekommen. Erstmal nehmen wir alles mit, was da drin lag. Wobei, nein. Das sollten wir eigentlich auf dem Rückweg machen, oder? Ja, lass das mal da. Und auf dem Rückweg nehmen wir den Rucksack mit. Weil wenn sie jetzt die Sachen mitnimmt, reinläuft, drin stirbt, dann sind die Sachen alle drin. Das wäre nicht so gut. Also, komm hierher. Guck da rein. Da ist niemand. Kannst du da hoch? Nein. Oh. Wo gehst du hin? Du gehst nach oben. Okay, dann gehen wir nach unten. Dann brauchen wir eine Säge. Mist. Ja, hier brauchen wir eine Säge, da brauchen wir irgendwie ein Brecheisen. Können wir das öffnen? Ja, aber es ist laut. Die waren alle oben, das müsste okay sein. Vorsichtig. Okay. Das ist das Lagerhaus. Okay. Da hören wir ein Geräusch. Okay. Er geht weg. Geh da hinten hin. Nein. Hat uns jemand gesehen. Weg. Lauf. Diesmal nicht den Fehler machen da oben. Geh. Und sie ist tot. Und genau deswegen sollen wir den Rucksack nicht mitnehmen. Und das klappt einfach nicht. Also ja, man kann sich reinschleichen, aber das Einzige, was wir wirklich hätten mitnehmen können. Ja, ist tot. Das Einzige, was wir wirklich hätten mitnehmen können, wäre hinter der Siegetür wahrscheinlich gewesen. Und das wäre auch wieder laut gewesen und nee. Weiter. Hungrig, traurig, müde. Sie wird uns fehlen. Na, sie war jetzt einen Tag da. Aber ist natürlich traurig. Was machen wir jetzt? Das Fleisch hat gar nichts gebracht. Es hat jetzt 2 Tage lang nichts gebracht. Wir haben jetzt kein Essen. Geh schlafen. Habt ihr gehört, was das Militär in Gravia gemacht hat? Nein, das wollen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Und da du eh schon mit den ganzen Gerüchten im Kopf rumschwirrst, kannst du jetzt auch gleich Radio hören, um noch mehr Gerüchte aufzuschnappen. Da. Wenigstens die Temperatur wieder hochgegangen. Es wird viel kälter. Das war Musik. Ja.
Einige unserer Zuhörer berichten uns, dass das Militär gegenüber Zivilisten Gewalttaten verübt haben soll. Der Pressesprecher des Militärs streitet dies ab. Ja, ist ja auch sein Job. Infolge von schweren Verlusten hat sich das Militär zu seiner früheren Stellung zurückgezogen und versucht nun erneut, direkte Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Es sollte wieder möglich sein, sich durch die Stadt zu bewegen. Oh, sehr gut. Das sind sehr, sehr gute Nachrichten. Das heißt, wir warten jetzt bis zum Abend und dann plündern wir. Endlich wieder überall. Militärstützpunkt. Nein, du gehst plündern. Du schläfst, du hältst Wache. Baustelle. Es sollte ein luxuriöses Wohngebiet entstehen und die Nachfrage nach Wohnungen war groß. Doch als der Krieg begann, sind die Bauunternehmen ins Ausland geflüchtet. Kürzlich hat das Militär die Kontrolle über diese Gegend den Rebellen entrissen. Wir könnten das, was die Rebellen zurückgelassen haben, plündern. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass wir auf Militärpatrouillen stoßen. Die ja nicht so nett sein sollen zu Zivilisten. Aber das ist hier... Oh, da ist noch was. Da sind noch viele neue Sachen. Oh, sehr schön. Eine Kirche. Wohltätiger Pfarrer. Wir sollten mit Bergen von Schutt rechnen. Eine Gruppe von bewaffneten Männern soll jetzt das Sakristei besetzen. Also in die Sakristei sollten wir nicht rein. Was haben wir noch? Einige Leute leben immer noch hier. Sie müssten etwas Vorrat haben. Müssten wir das klauen wahrscheinlich. Das ist eine Hälfte einer Ruine. In der anderen leben allerdings Leute. Sie scheinen feindselig zu sein. Nachts werden ab und zu Schütze aus der Richtung abgefeuert. Wahrscheinlich könnten wir den verlassenen Teil gefahrlos nach Vorräten absuchen. Das klingt sehr gut. Plündern, schlafen im Bett, Wache halten. Rein da. Nimm bitte das damit und das damit. Und das damit. Dann haben wir zwar 9 Slots. Aber das ist okay. Es geht primär eh nur um Essen und ein bisschen was an Material, damit wir Wasser herstellen können. Also filtern können. So, welcher ist jetzt der kaputte Teil? Ah, das wird der kaputte Teil sein. So, darüber. Komm schon, einfach nur Material und Holz. Wir haben am Anfang so dermaßen viel Material und Holz gefunden. Das waren teilweise 20 Stück in einem so einem Ding drin. Na, wenigstens etwas. Zuerst durchgucken. Vielleicht kommen die von drüben ja auch ab und an hier rüber. Ne. Zugenagelt, ja klar. Lässt sich nicht öffnen. Du hast ein Brecheisen dabei. Nein. Durchgucken. Nö. Keller hätten wir auch noch. Sogar mehrere Etagen Keller. Versuch mal zu brechen. Ich will nicht unbedingt einen Dietrich verbrauchen. Ist zwar laut bis hier, aber das dürfte die drüben ja nicht wirklich jucken. Ah, Kühlschrank, sehr gut. Oh, 3-mal Essen und Wasser. Super. Ich habe nichts gesagt von wegen schlecht looten und so. Wobei, Material und Holz ist wirklich mies, aber das Essen war super. Mitnehmen. Du hast doch ein Brecheisen dabei, oder? Ja. Warum machst du das denn mit Händen? Und hier ist gar nichts drin. Okay. Geht da hoch. Also wir könnten uns mal ganz kurz blicken lassen. Genau, weil der will handeln. Wobei ich jetzt nicht wüsste, wogegen ich handeln würde. Also die Tabaksachen können wir weghandeln. Weil wir keine Möglichkeit haben, daraus was herzustellen, was unser Koch rauchen kann. Soweit ich weiß.
Da bräuchten wir diese Herb Plantation Geschichte. Das könnten wir vertauschen. Die ganzen Munitionssachen. Das Waffending nicht, das brauchen wir für eine Säge. An der Wand stehen unbeholfene Buchstaben. Hannah, Thomas und ich sind bei Onkel Radu eingezogen. Wir haben Mama im Garten begraben. Papa, pass auf dich auf. Petra. Ja. Komm schon, Holz. Schüsse. Holz, Holz, Holz. Nix, überall nix. Ah doch, hier wieder Waffenteile. Zwei Sägen, das wäre echt super. Ne, nix, okay. Dann gehen wir kurz mal zu dem Händler, auch wenn er mir nicht so viel Hoffnung macht, dass er gute Preise haben wird. So ganz unten. Stopp, 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 stopp. Der Keller da unten. Ach so, den sehen wir noch gar nicht. Doch, da ist ein Loch. Komm mal da hin. Spring mal da runter. Aha. Und mehr Zeug. Sehr schön. Das heißt, wir könnten hier unterirdisch in deren Bereich gehen. Das würden die bestimmt nicht gerne mögen. Wir haben die Schaufel dabei. Sobald wir hören, dass oben irgendjemand anfängt zu fluchen oder so, dann verzwieseln wir uns. Aber bis dahin werde ich das so testen. Das werden wir heute nicht alle schaffen, aber wir werden es schon mal für die nächste Nacht vorbereiten können. Wir hören ihn oben über Essen murmeln. Dürfen uns auf keinen Fall hier erwischen. So, hier habe ich jetzt auch keine Skrupel zu klauen, weil die ja offensichtlich gefährlich und gemeingefährlich sind. Und auf Nachbarn schießen und was weiß ich. Lass das bitte hier, nimm das bitte mit. Lass das mal hier und nimm den Helm mit, weil die kann man reparieren und daraus richtige Helme machen bei uns in der Werkbank. Oh, nicht laufen, nicht laufen. Genau, schön langsam und leise. ...3:40 Uhr. Die lassen wir da. Also das können wir später schon mal mitnehmen. Hier hinten war auch noch irgendwo was. Da könnte schon jemand stehen. Gucken wir mal kurz durch. Es war eine Ratte. Aber ja, hier in das Haus reinschleichen, weiß ich nicht. Aber ich mache schon mal die Tür auf fürs nächste Mal. So, Tür ist offen. Das heißt, nächstes Mal können wir da einfach durch. So, jetzt kannst du laufen. Geh da hoch. Verzwiesel dich. Raus, 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 raus. Und morgen können wir unsere... Nee, können wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir können unsere Schleicherin hier hinschicken. Aber das ist nicht mehr wirklich möglich. Pavel ist zurück. Drei Wochen schon. Halten uns wacker. Wie erbärmlich wir doch geworden sind. Wir müssen stehlen, um zu überleben. Naja, wir haben ein, zwei Sachen geklaut von Leuten, die wild in der Gegend rumballern. Also,
deprimiert. Man kann Kinder nicht einfach darin einsperren, ohne dass es etwas zu tun gibt. Also hat mein Junge eine Fußballmannschaft gegründet. Es war herzzerreißend, ihn beim Trainieren im dunklen Kellergeschoss zu sehen. Sie kamen auf die Idee, die Pogoren-Turniere zu organisieren. Obwohl ich große Angst hatte, haben wir drei andere Mannschaften eingeladen. Doch wir mussten ein ernsthaftes Problem lösen. Sonst nix. Du kriegst morgen was zu rauchen, keine Sorge. Ach, das ist immer noch nix da. Gut, hol dir was zu essen. Du auch was zu essen. Du auch was zu essen. Jeder kriegt was zu essen, dann wird geschlafen. Wenn wir nur ohne Diebstahl auskommen könnten. Aber das ist nicht möglich. Ja, das stimmt. Es ist nicht mehr möglich. So viel ist nicht mehr da. Du essen. So, du essen. So, nein. Du bist gar nicht hungrig. Du warst hungrig. Das da. Es ist recht kühl drin und wir sollten über eine Beheizung nachdenken. 10 Grad haben wir es jetzt tagsüber. Wir sollten also echt heizen, aber wir haben nicht das Material dafür. Oder? Nee. Wir bräuchten noch 6 Material und 3 Holz. Traurig, müde, geschlafen. Deprimiert, müde, geschlafen. Du hörst Radio. Was? Oh, jemand ist an der Tür. Du bist neu. Hallo? Hilfe, mein Bruder ist verletzt. Sie sind die erste Person, die die Tür geöffnet hat. Vielen Dank. Schnell, mein Bruder wurde von einem Scharfschützen angeschossen. Bitte helfen Sie mir, ihn nach Hause zu tragen, sonst stirbt er. Jupp. Da helfen wir doch. Und gleich waren es nur noch 2. Wir haben diesem verletzten Mann geholfen. Vielleicht hilft uns ja mal jemand, wenn wir Schwierigkeiten haben. Es war richtig, unserem Nachbarn zu helfen. Ich bin froh, dass wir es getan haben. Ja, das sagst du jetzt. Wenn sie nicht mehr wiederkommen, sagst du bestimmt was anderes. Warum schläfst du nicht? Achso, ich habe mich wahrscheinlich verklickt. Da, schlafen. Schlafen, schlafen, Tag beendet.